Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schlacht mit Warhammer Tautel Ort 2 und mir dem Fearscream. Ich teste jetzt mal die Orks, ich habe ein bisschen recherchiert und bin gespannt, wie die sich jetzt in der Schlacht hier schlagen. Ich habe als Partner die Skaven, wir spielen 2 vs 2 und als Gegner haben wir die Bretonen und die Hochelfen. Elfen. Ja, gucken, ob wir die Spitzohren hier vernichten können, liebe Leute. Ja, irgendwie dauert es anscheinend ein bisschen. Oh mein Gott. Okay. Ich sehe schon, er hat auch einiges an Artillerie dabei. Die werden wir auf jeden Fall gut zerbomben, Leute. Oh Gott, es leckt etwas. Ja, die schießen auch schon rein, das ist sehr gut. Vorne habe ich meine tapfere Linie aus den Nachtgoblins, aber natürlich die Fanatics. Die sind einfach nur so geil und krank, Leute. Ah, er baut sich jetzt hier mit auf mit der Artillerie. Okay, wir wollen also zusammenstehen. Das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen uncool. So war das alles nicht geplant von mir. Oh, jetzt stellt er seine Linie davor. Oh mein Gott. Naja, gut, okay. Dann nehmen wir das einfach mal so hin. So, wir brauchen noch ein bisschen was zum Verteidigen. Könnte aber trotzdem eine lustige Konstellation werden. Ich habe mal so ein bisschen die Gruppen schon einteilen. Oh mein Gott. Achso, ich dachte, das geht schon los. Wo habe ich die jetzt? Okay, die sind ganz woanders. Da sollen sie garantiert nicht stehen. Er hat mir alles vollgestellt. Das ist halt total dämlich. Wenn die hier ab der Artillerie haben, zerbomben die uns des Todes. Aber ich hoffe mal einfach, dass sie nicht so viel Artillerie haben. Man muss hier mit die Flanke schützen jetzt. Wo kann ich die aufstellen? Da werden die garantiert durchlaufen, vielleicht hier. Ich hoffe, ich vergesse die hier hinten am Arsch der Welt nicht. So, machen wir die zu 5. Die müssen wir jetzt bei uns hier irgendwo aufstellen. Weil wir stellen die mal hier hinten auf. Ja, wo stellen wir die hin? So, mein Gott, ey, Verteidigung des Todes, Alter, scheiße. Ob ich das alles so micron kann hier? Oh, ich wage es echt zu bezweifeln. So, und die sollen nicht abhauen. Mach Modus ein. Okay, ich bin eigentlich fertig. Ja. Von mir aus können wir starten. Wir warten eh auf die Gabe. Wir stehen viel zu kompakt. Das ist echt uncoolst des Todes. Nochmal hier ein bisschen Überblick finden. Die hätte ich eigentlich gerne hier an der Seite gehabt. Weil wir können sie eigentlich sogar hier hinstellen. Yo, was haben wir hier? Die haben sich auch alle auf einen Punkt gestellt, so wie es aussieht. Dann reiten wir schon mal los. Guck mal hier, was drin hat. Gucken, wo hat er denn hier seine gefährlichen Einheiten?
Nee. Nee, wo kommen sie? Hier hinten, die hätte ich gerne. Wir lassen erstmal kurz ein bisschen ballern, würde ich sagen. Wir werden uns von der Seite flankieren. Das soll uns ganz recht sein, die haben wir doch ganz gut gesichert. Oh Digga, wenn du sie jetzt auch wegziehst, dann funktioniert das nicht. So. Er schickt uns hier die Reiter entgegen. Wow, 110 Rüstung. Die werden unsere Kavallerie vernichten, aber sind garantiert langsamer. Schicken wir erstmal wieder zurück. Und da müsst ihr auch auf. Die sind gefährlich. Oder wobei auch nicht so krass. Die Handkämpfer, die müssen drauf gehen. So, wo ist seine Kavallerie? Noch gar nicht da. Okay. Er müsste eigentlich seinen Lord snipen. Gott, ich liebe diese großen Schlachten, Leute. Guckt es euch an. Wir haben absolute Masse. Oh mein Gott, aber die Lexnerven des Todes. Vorne ist so ein schöner Blob, Leute. Ich kann mir da mal direkt einkommen lassen. Okay, seine Kavallerie kommt. Nein, 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 ihr sollt schießen. So ist er richtig. Ich muss mal kurz buffen. Hier könnten wir vielleicht geil die Fanatics reinhauen. Ich hoffe, das haut hin mit den Legs. Boah, legge die leck. Komm, ich will meinen Cast noch machen. Hier muss ich aufpassen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Wo sind denn bitte seine Schutztruppen hier? Okay, Fanatics sind nicht bereit. So, unsere Truppen jetzt vorholen hier. Und die hier nicht umklappen können.
Wo ist dein Lord? Versuchen jetzt mal hier ein bisschen rauf zu ballern, wie die Großen. Und hier nicht rumstehen, Jungs, ihr sollt fighten. Komm ran, da. Oh Gott, das dauert alles so lange. Oh mein Gott, die kommen jetzt hier rein. Soll er die mal hier ruhig verschwenden und warten lassen? Und die meine billigen Einheiten jagen. Die machen hier auf jeden Fall ganze Arbeit. Die Jungs auf jeden Fall auch. Okay, es sind schon die ersten, die wir vernichten können. Okay, jetzt zieht sein General raus. Dann gehen wir da rauf. Jetzt mal die vernichten. Ich kann mir hier mitfighten. Okay, die rennen alle weg. Jetzt nicht weglaufen lassen, Leute. Nicht wegziehen lassen. Schön die Linie halten. Wie sieht's hier vorne aus? Was sagen meine Fanatics? Oh, nice. Das wird böse. Oh, das wird böse, böse, böse für ihn. Jawohl, Alter. Guckt's euch an. Ihr geht hier ran. Okay, wo haben wir nochmal? Fanatics können gleich wieder. Dann haben wir die Linie durchbrochen. Dann können wir direkt durchmarschieren. Komm schon. Nein, 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 nein. Oh Gott, das sieht nicht so gut aus. Kann auch gleich wieder casten. Die machen hier nicht viel. Die habe ich gut aufgehalten. Komm, wir brauchen vorne Unterstützung, Leute. Wo ist meine Kavallerie? Da hinten. So, keine Zeit mehr für warten. Ihr müsst hier rein, Leute. Einmal. Und ihr, Alter, lasst euch hier nicht aufhalten. Und geht hier rein. Und ihr geht hier rein. Und ihr geht hier rein, verdammt. So, meine Verrückten. Okay, nice, die haben wir auch in die Flucht geschlagen. Zack, geballtes Feuer hier rein. Go, go, komm. Oh, meine Fanatics haben wieder ihren Cast ready, Leute. Komm jetzt einmal schön durch. Ja, das sieht gut aus. Oh ja, oh ja. Komm, ihr habt ihn auch ready, auch hier rein. Oh, schau, der fliegt nicht in meine eigenen. Scheiße, wenn es so ein bisschen leckt, aber ich glaube, der fliegt gut. So, Fanatics, ihr seid durchgebrochen. Schnappt euch gleich die nächsten oder flankiert die hier. Komm, wir machen hier weiter. Flankieren die oder holen uns hier gleich die. Mal gucken. Wo haben wir einen schönen Blob, Leute? Hier, bam, da geht's rein, meine Besten. Okay, nice. Meine haben auch wieder schön Schaden gemacht. Hier geht's rein. Komm, schnappt euch die Musketenschützen. Wow, was für eine Schlacht, meine Lieben. Geht des Todes ab. Oh, die haben Langeweile hier. Das geht gar nicht. Also, ihr schnappt euch auf jeden Fall die Kumpels. Und ihr guckt mal, was ihr zerrucken könnt. Da haben wir nochmal ein bisschen Kavallerie. Die wollen meine Bogenschützen am Schießen hindern. Das geht gar nicht. Artillerie ist aber noch gut dabei. Okay, seine Kanone ist irgendwie nicht mehr benutzbar anscheinend. Ey, hier nicht vorbeilassen. Leute, 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 aufpassen. Aufmerksamkeit. Okay. Nice, die rennen alle. Komm, die holen uns auch noch. Komm, Fanatics ran. Wo ist meine Kavallerie? Ah, oh, ist gerade am Start. Die kam leider ein bisschen sehr spät. Die Kavallerie hat die anderen aufgerieben. Jawohl. Hier nochmal rein, da. Komm, go, go. Und Action Jackson. Ah, das sieht sehr gut aus für uns, Leute.
Masse statt Klasse, Alter. Wir haben aber auch beide eine fette Armee aufgestellt. Also, so kann man ganz klar sagen, hier ist noch ein bisschen Action. Der ballert hier. Mach die. Wir können ja mal anlaufen. Wenn wir dran sind, können wir die schön slowen. Sollten wir rankommen. Okay, die sind auch außer Gefecht. Die Nahkämpfer sind jetzt dran. Dann gehen wir wieder raus und schnappen uns auf jeden Fall die. Wir sind deutlich schneller. Die nächsten zum Fliegen gebracht, Leute. Und wir robben hier rein. Damit zwar keine Chance. Wobei, die flüchten schon fast. Hier gehen wir hinten rein, da sind sie gebrochen. Schaffen wir es? Ja, sind geslowt. Und ran da, komm, schnappt sie euch, Leute. So, das Regiment ist fast voll bei ihm. Die haben Angriffsbefehl, die haben Angriffsbefehl. Oh, die werden die jetzt abfangen. Wir werden die, glaube ich, lieber zur Flucht bringen. Komm, komm, komm. Goblin-Schütze. Nochmal einen mitgeben hier oder lieber da hinten? Oder, warte mal. Ich glaube, hier brauchen wir Unterstützung. Ja. Die wollen wir zur Flucht bringen. Oh, die rennen auch gleich weg. Nice, die rennen schon. Dann gehen wir hinten an die ran. Was macht ihr hier, meine Freunde? Ihr habt einen guten Sieg davongetragen. Das ist sehr löblich. Reicht das von der Range? Nein. Okay, die können auch bald wieder casten. Was sagen meine Jungs hier? Was können wir hier snipen? Vielleicht mal hier ein bisschen was reinhauen. Wir sind kurz vor der Flucht. Hier lassen wir mal einen kommen. Na komm, oh, diese Lags machen das einfach fast unmöglich. Jetzt kommt er. Oh nein, sie fliehen, genau wie die fliehen. Oh, die rennen noch in die Gegner rein. Oh, wir haben es ready. Wo haben wir es rein, wo haben wir es rein? Ich glaube, wir hauen uns in die rein. Nein, sie ziehen nach rechts. Ah, ja, dann exekutieren wir die. Hier die Seite haben wir auf jeden Fall des Todes aufgeräumt, Leute. Gehen wir hier rein. Ihr müsst hier ran, Leute. Und ihr geht auch hier mit rein. Ihr könnt auch nochmal gut was zerruppen. Schnappt euch die Kavallerie. Meine kleine Trolle. Ja, was haben wir hier? Ja, Streitwagen, okay. Dann werden wir es anders machen. Wir wechseln das Feuer auf die Kavallerie. Wir haben keinen Bock hier abgekillt zu werden. Na, los geht's. So, meine kleinen verrückten Freunde der Nacht. Die gehen eh down. Versucht euch mal die jetzt zu holen. Ne, die fliehen auch noch. Dann hier ran, ran, ran. Okay, die werden auch das Zeitliche segnen, Leute. Okay, wenn wir hier durchgegangen sind. Dann schnappen wir uns. Die hier vielleicht. Wir lassen hier noch einen schönen Zauber da. Sollte das auch zeitig vonstatten gehen hier. Die Fanatics finde ich einfach des Todes stark. So, hier geht da ran. Sieht hier aus. Eigentlich alles gut geschnetzelt. Meine Fernkämpfer stehen immer noch. Wow, 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 Alter, was für eine Schlacht, ey. Okay,
Okay, die sind haben es auch erlebt. So, jetzt müssen wir uns hier durchschnitzeln. Na, den kriegen wir eh nicht auf dem Pferd. White auch noch komplett volle Regimenter. Okay, kommt, Jungs. Da haben wir auch vernichtet. So, dann lass uns mal hier eine Linie aufbauen. Okay. Ihr schnappt euch jetzt die. Was haben wir hier hinten noch? Auf jeden Fall hier rein und nicht rumgammeln, Leute. Hier ist noch Action. Und wir holen jetzt erstmal die hier vorne, wobei die machen ja schon. Die brauchen wir nicht bearbeiten. Die sind schon gebunden. So, Leute, haben wir noch Katapulte zu stehen? Ne, ich glaube nicht mehr. Die haben sie wohl zerstört. So, kommt schießen. Und ihr geht einfach mal mit unterstützen. Ihr kriegt auch noch was von mir zu tun, liebe Leute. Zweifel auch hier. Komm schon, komm schon. Na, ist doch eh gleich verloren, Leute. Lass uns jetzt hier den General holen und dann ist gut. Oder ist sogar schon das GG? Nee, noch nicht. General töten, dann ist die Moral für den Arsch. Ich hole jetzt meine Fernkämpfer raus und schick sie nach vorne. Noch ein fliehendes Regiment. Ja. Meine Schlitzer haben auch ihre Arbeit gemacht. Die werden nicht mehr wiederkommen. Die lasse ich jetzt da hinterherlaufen. Okay, wir hauen nochmal ein kleines Geschenk durch. Und kommt da noch was von mir? Nicht, dass ich hier meine durchhau. Eigenschaften ist auch so. Oder? Ah, sicher ist sicher, oder? Oh, nehmen wir noch ein, zwei mit. Ja, hat sich gelohnt. Die werden auch gleich das zeitliche segnen. Ja. Spätestens jetzt sind sie auch durch. Alles flieht. So, wir ballern auf den General, der jetzt gerade wegrennt. Der ist auch am Fliegen. Moraleinbruch ist auf jeden Fall zu sehen. Und das ist das GG, meine Freunde. Wow. Gobos sind einfach nur geil, hey, ohne Scheiß. Ja, wir gucken uns jetzt nochmal das Replay gemeinsam an, würde ich sagen. War jetzt so ein langer Fight gewesen. Dann wird das mal eine etwas längere Folge. Totem Warhammer. Ich überlege ja fast, wer das so geleckt hat, eigentlich nur das Replay zu kommentieren. Aber vielleicht freut ihr euch ja auch. Ansonsten, ich, ich muss mir das danach mal reinziehen, aber das war blöd mit dem Laggy und Swaggy hier von den Leuten. Vielleicht machen wir auch nur das Replay. Wir gucken mal. Wir ziehen uns auf jeden Fall nochmal rein. Also, er hat auf das Imperium gewechselt. Er hatte vorher noch eine andere Streitmacht da. Aber, mein Gott, okay, Wahrheit soll, er wollte zuerst die Vampirfürsten spielen. Sind auch nicht wirklich stärker. Wobei er eine gar nicht so schlechte Aufstellung hat. Also, da wäre schon was gegangen. Er hat halt seine Kavalleriefähige Micro. Der ist meiner 300 Gold Einheit, die ganze Dagran, die aber mit einem Speed von über 90 durch die Gegend eiert. Da hat das natürlich schwer. Und die haben natürlich die ganze Zeit auch vorne im Kampf gefehlt. Ich weiß gar nicht, welche Einheit das von ihm war. Auf jeden Fall eine teure. Wir können es ja gleich nochmal nachgucken. Ansonsten sind wir gut gefahren. Die haben schön gebloppt eigentlich schon bei der Aufstellung. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viel Schaden eigentlich meine Artillerie gemacht hat. Ja, mal gucken. Das ist eigentlich eine sehr solide Aufstellung gegen so ziemlich alles. Geht das normalerweise? Ja, Standard halt hier die Bogenschützen mit dem Elite-Regiment, um die Rüstung, also mit dem Rostschaden, um die Rüstung runterzuholen. Dann machen dann die anderen beiden auch sehr guten Schaden dran. Ja, Fanatics, ihr habt es gesehen, Leute, die Zauber der Fanatics, die sind einfach
des Todes. Also, das ist so hart, was die an Schaden machen. Ist zwar nur alle, keine Ahnung, 2 Minuten oder so, aber es ist halt wirklich, wirklich heftig und die halten ja auch eine Menge aus. Hätte ich noch ein paar Punkte mehr gehabt, hätte ich die sogar noch weiter geupgradet. Ihr habt es gesehen, 2 Regimenter haben die komplette Schlacht überlebt. Und ey, Leute, wir reden hier von Goblins. Also, wie geil ist das denn? Also ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Goblin-Armee zum größten Teil. Oder habe ich sogar fast vollständig Goblins? Ja, ich glaube fast schon. So, man sieht hier erstmal kurz bei der Aufstellung, was haben die hier eigentlich aufgestellt. Okay, wir haben vorne normale Bogenschützen. Wow, hier sieht man schon die Artillerie, das gelbe Feuer, Leute. Wums. Ja, das ist auf jeden Fall hart. Hier ist so eher das Imperium auf der Seite. Jetzt will er seine Bogenschützen in Range bringen. Okay, er fokussiert die Kanone. Ist vielleicht gar nicht so schlecht gegen unsere soften Einheiten. Wow, 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 Leute. Wow. Ich mach mal langsam ganz kurz. Ich will mal kurz in so eine Kanone rein von mir. Warte mal, das ist einfach nur so geil. Warte, wo ist er? Das hat das Spiel gar keine Scale diesmal. Warte, nee, die will ich auch nicht. Oder machen wir doch mal das hier. Warum kann ich die nicht auswählen? Ah, oh, ich hätte es so gerne gemacht. Schade. Na egal, gucken wir uns das einfach hier aus der Nähe mal an, wenn die Geschosse reinfliegen. Das will ich einmal kurz festhalten. Ist einfach so geil gemacht, ist das Spiel. Also das ist wirklich cool. Man kann es halt leider nicht von nahen spielen, wenn man dann im Fight ist, sonst würde man komplett den Überblick verlieren. Aber guckt euch einfach mal die Geschosse an, wie die hier reinschmettern, Leute. Guck, wo gehen die hin? Ah, hier, immer noch in die Artillerie. Au, die gehen, glaube ich, daneben eher deutlich. Oh, das Geschoss der Skaven, was macht das? Oh, das war ein schöner Hit auf jeden Fall. Oh, da hat es aber den einen oder anderen zerschmettert, Leute. Guckt euch das Gemetzel an. Ja, jetzt kommen meine Kamikaze-Katapulte, Leute. Guckt euch mal das an. Ich muss mal ganz kurz. Das sind Goblins, die abgeschossen werden mit Flügeln und die dann einfach des Todes explodieren. Ey, das ist doch. Also wirklich das Spiel. Einfach nur geil. Alter Scheiße. Es ist nur cool, ich will sie mal von der Seite einfangen eigentlich. Ja, guckt sie euch an, wie sie hier reinfliegen. Todesmutig, die Kamikaze. Goblins, ach, ich habe auch noch am Anfang auf die Artillerie geschossen. Und dann gibt es halt fetten Kamikaze-Schaden. Der ging ein bisschen daneben. Trifft aber trotzdem. Ah, hat leider den Stein nur erwischt. Was macht er? Aber er hat auch nicht viel mitgenommen. Schade, da kommen auch schon wieder die nächsten Kamikaze-Einheiten geflogen. Ich habe die auch irgendwann dann gewechselt. Guckt euch an. Es ist einfach so geil. Ich möchte gerne wissen, was in dem Goblin-Kopf vorgeht, wenn sie gerade auf dem Weg sind. Krabimmel. Alter, scheiße. Der hat auf jeden Fall wehgetan. Die Kanone ist auf jeden Fall auch im Eimer gegangen. So, jetzt habe ich die Targets gewechselt. Wir lassen noch kurz schneller laufen. Noch einmal kurz die Goblins beobachten. Ah, hier die Steinschleuder. Wumms. Ist auch von mir. Ah, die hat aber nicht so viel Damage gemacht. Wobei, ein paar Einheiten hat es zerlegt. Da kommen wieder meine Goblins geflogen. Guckt sie euch an, wie die auch dabei schreien. Yeah! Oh, der war schön daneben. Und da kommen die nächsten. Das ist einfach geil. Wow, der hat auf jeden Fall gesessen, Leute. Und nonstop, Leute, fliegen hier meine Kamikaze-Goblins einfach rein. Bam! Oh, der hat gesessen. Oh, der hat nur gestriffen. So geil, mal aus der anderen Perspektive das Ganze zu sehen. Wow. Guckt's euch an, Leute. Des Todesgemetze hier. Alter, die sind einfach auch so geil. Mir ist gerade der Name entfallen. Fanatics, jetzt habe ich es. Die Fanatics auch richtig geil. Da habe ich noch ein bisschen gewartet. Hier wollte die Kavallerie schön reinrennen, aber die sind nicht mal durchgekommen. Da haben wir gut reagiert und schön aufgepasst. Wir haben auf jeden Fall mit dem Bogenschützen draufschießen lassen. Oh, meine Kanonen sind kaputt. Ah, ne, die Skaven-Kanonen. Meine stehen noch. Ja. Sehr schön. Meine Trolle gehen jetzt auch rein. Action machen. Vielleicht nicht das beste Ziel. Und hier haben wir schön
die berittenen Einheiten Kavallerie abgehalten, uns in die Flanke zu fallen. Und die Artillerie ist immer noch fleißig am Feuer, meine Freunde. Das hat denen auch, glaube ich, ganz schön das Genick gebrochen. Hier stehen noch ein paar Skaven rum, um hinten die Flanke zu schützen. Mal gucken, was kommt hier angeritten. Ach ja, okay. Wie heißen die? Schützenreiter mit Granatwerfer, okay. Ja, gut. Das sind jetzt nicht so der Knaller, glaube ich. Reichweite 100, Munition 16. Naja, gut, okay. So, gucken wir mal, was hier vorne los ist. Machen wir uns Orientierung an, damit wir noch was sehen. Na, hier haben wir uns, glaube ich, ganz gut geschlagen. Auch die Skaven haben schön gehalten, ohne Schild. Auch ganz schön mutig. Das sind, glaube ich, nur die Sklaven, ja. Skaven, Sklaven mit Speer, Leute. Stellen sich hier todesmutig den Schwerträgern der Hochelfen. Und metzen hier einfach mal richtig gut. Die haben echt lange die Linie gehalten. Ja, hier sieht man meine fiesen Schlitzer, die völlig am Ausrasten sind mit Zweihandwaffe. Die schlitzen sich auch gut durch hier durch die Einheiten. Man sieht hier, wie die einfach abgehen. Oh, da hat gerade einen entschärft. Was steht da nochmal auf? Steht der auf? Ich glaube, nee, der ist tot. Guck mal, was hier so los ist. Ah, hier kommen nochmal ein paar Skaven mit Speer. Skaven. Sklaven, ja, das sind nur Sklaven. Die sind jetzt nicht so stark. Mal gucken, was hier für eine Linie war. Die Speerträger, auch wieder Speerträger, kämpfen gegen meine Nachtgoblins, die Fanatics. Die Fanatics, die machen sogar die Hocheffen-Einheit down. Ihr seht das hier. Und da geht so einiges. Hier habe ich hier noch einen Fluch aufgesetzt. Weiß gar nicht, was das war. Wahrscheinlich irgendwas mit Rüstung oder so. Okay, gehen wir mal weiter gucken, was wir hier noch so am Start haben. Wir haben auch noch ein paar Skaven, man sieht nur noch Skaven und kleine Orks, ey, wirklich, wir haben eine riesen Armee aufgestellt, das habe ich leider nicht am Anfang geguckt, wie viel gegen wie viel, aber wir sind immer noch jetzt bei 3000, also jetzt sieht man es, wir hatten 4400 Einheiten auf dem Feld, Leute, gegen knappe 3000, also wir haben einfach mal dezent 1000 Krieger mehr gehabt, natürlich auch schlechter, das weiß man ja, wenn man Orks spielt oder Skaven, aber wenn man sie gut einsetzt und ein bisschen mal guckt, kann man damit auch zum Erfolg kommen, was halt richtig Spaß macht. Hier sieht man auch noch meine Trolle, die hier fies am Metzeln sind. Ich hatte einfach noch 800 Punkte frei und habe mir gedacht, okay, bringst du die mal. Keine schlechten Einheiten. Für 800 Punkte kann man die mal mitnehmen, gerade so nach diesen Schlacht. Die wurden nicht gefokust, Gott sei Dank. Sind natürlich anfällig gegen Schützen, also Bogenschützen und so weiter. Hier ist so halb alles am Fliegen. Hier der General, der macht sich in die Hose. Wen haben wir denn hier eigentlich? Teclis ist es. Ah, Teclis, du hässliches Elfenlein. Orkser, Orkser. Haben die Orkser sich geholt. So, was haben wir hier? Oh, sieht man wieder schön von den Fanatics. Der Spell, ey, der ist einfach so krass. Man sieht hier, diese Fanatics schießen einfach raus mit einer Kugel und drehen sich einfach wie irre und platzen dann, Leute. Deswegen auch Fanatics, weil die total fanatisch sind und in den Selbstmord gehen. Ähnlich wie das Kamikaze-Katapult, Leute. Einfach nur, ich liebe diese Einheiten, ist einfach so cool. Also die Orks haben echt witzige Einheiten, genau wie die Skaven. Also optisch und vom Spielen her finde ich sie fast am geilsten, aber ich bin leider noch nicht so gut, dass ich die wirklich perfekt spielen kann. Hier sieht man es auch wieder, habe ich ein paar Einheiten stehen lassen, die habe ich aber ziemlich schnell geblickt, dass die da sind. Dann habe ich die wieder mit zurückgeholt. So, was macht eigentlich unser General hier? Unser kleiner Goblin-General. Da haben wir ja den kleinen Schlung. Ach, der hat ja auch gerade noch gemetzelt. Wie viele Kills hat er schon gemacht? Oh, 32, naja. Geht so, wa? Was haben die so weggerissen? 41, jo, damit kann ich leben. So, man sieht hier das Imperium und die Hochelfen, so wie wir es kennen, auf der Flucht, Leute. Und die böse Horde der Orks und Skaven haben sich verbündet und das dreckige Gesinde in die Flucht geschlagen. Richtig geil, Alter. Einfach nur des Todes. Oh, ich guck doch mal ein dicker Spell rein. Ja, aber hier, das ist nur noch Verzweiflungsschüsse. Hier kommt nicht mehr viel. Hier sieht man nochmal schön meine Ork-Reiter. Die haben sich auch, glaube ich, richtig ausgezahlt. Was haben die an Kills? 72, also die sind auf jeden Fall wieder rein. Die sind noch teuer, 1300, meine teuerste Einheit. Aber
Die haben hier. Oh, da haben sie wieder einen Elfen erwischt. Naja, um den trauern wir natürlich nicht. Als böser Spieler der Orks und des Chaos und des Game. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr cool. War eine schöne, riesige Schlacht. Jetzt bitte guckt euch einfach mal an. Ich meine, wir haben gegen das Imperium und die Elfen gespielt, ja. Gut, Imperium ist halt leider nicht so stark, aber die Nachtgoblins, die Fanatics, die haben einfach mal hier vorne in vorderster Front, haben die einfach mal 177 Kills weggerissen und die waren nicht ganz so effektiv. Aber die haben das Todes gewuppt. Ja, mein Schamane, der war jetzt nicht so cool. Der war halt auf Debuffen. Den habe ich auf Debuffen ausgerüstet. Der hat die ganze Rüstung runtergemacht, die Angriffsgeschwindigkeit und so weiter. Also den habe ich voll auf Debuffen und der hatte nur einen einzigen Cast, der Schaden macht. Aber dafür hatte ich leider keine Magie mehr. Und Skarsnik, der hat auch nicht jetzt so viel gerissen. Aber man beachte mal ganz kurz die Kamikaze-Katapulte. Einfach mal 160 Kills, 90 Kills und die Goblin-Steinschleuder hat auch mal 82 Kills weggehauen, Leute. Sehr, sehr cool. Ja, meine teuerste berittene Einheit, die Kavallerie, hat auch 74 gemacht. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Die war noch an den teuren Einheiten dran. Und die Goblin-Wolves weiter, die kosten nur 300. Die haben auf jeden Fall auch ihren Job hier gemacht. Davon bin ich ein bisschen enttäuscht. Ne? Da Rostpfeile, da war irgendwie nicht so viel. Wobei wir auch ganz gut eigentlich mit den Schaden gemacht haben. Und hier auch fiese Schlitzer. Also die haben hier, dieser Trupp hier, 157 haben die einfach mal weggeschnetzelt, Leute. Und die anderen waren wahrscheinlich die außen waren zum Schutz meiner Fernkampfkämpfer. Deswegen haben die wahrscheinlich nicht so viel abbekommen, weil immer die Kavallerie natürlich rein und raus rennt. Da kriegst du nicht so viele, wenn du gerade nicht micros und aufpasst, dass du die nochmal slowen musst. Dafür bin ich einfach noch nicht gut genug. Aber ich denke, wir haben uns ganz gut angestellt. Was hat denn unser Mate hier so veranstaltet? Oh ja, seine solchen Mönche, die sind auch so solche Monster, ne? Die haben auch gut rasiert. Ja, die Sturmratten waren, glaube ich, ein bisschen fair am Platz gegen die Armeen, gegen die wir gespielt haben. Kosten 1100, wenn ich es jetzt recht in Erinnerung habe, sind gut gegen groß, rüstungsdurchdringend. Ja, da lieber so Schnetzelzeug, gerade gegen das Imperium. Gut, die hatten Gott sei Dank keine Greifen dabei. Und er hat den Seuchenherrscher mitgenommen und einen Assassin. Ist auch mal was anderes. Ansonsten hier, das ist nur Futter, aber davon hat er echt einige an Futter mitgenommen. Puh, aber die, guck mal hier, also die kosten 125, glaube ich, und die, guck mal, haben trotzdem hier mal 14 Kills gemacht und so. Und das haben die, auf jeden Fall waren sie ein gutes Fleischschild, dass sie nicht durchgekommen sind. Und deshalb kann man dann solche Mönche positionieren. Aber er hat echt viele mitgenommen. Skaven-Sklaven mit Speer, also das ist ja enorm. Aber somit hat er seine Einheit geschützt als Damage. Oh, er hat ja nochmal Sturmratten mitgenommen. Ja, man sieht es halt, ne? Die haben nicht so viel gegen die Gegner gebracht, aber hier die solche Mönche, die haben des Todes gemetzelt. Ja, auf der anderen Seite, das Imperium, also hier die Berittenen, die Ritter des Imperiums, die waren echt gut und boah, hier getötete feindliche Einheit, aber man darf ja nicht vergessen, wir sind auch Skaven und Goblins, ne? Schützenreiter, die haben halt auch viel weggemacht, einfach das einfache Fußvolk, ne? Allein, ich will gar nicht wissen, wie viele Einheiten das hier sind, ich glaube, es sind immer 100 oder so in einem Ding, das sind alleine schon über 1000, nur seine Skaven-Sklaven. Und was hat der andere so gemacht? Wow, der Elf war auf jeden Fall nicht schlecht, der hat vorne, aber wie gesagt, der hat ja auch den Skaven gegenüber gestanden, hat halt die ganzen Speerträger weggemacht, zum größten Teil. Aber sie haben jetzt sie erfüllt, lange die Linie gehalten. Und seine Drachenprinzen, das ist auch eine krasse Einheit, die waren auch echt gut. Den, ja, Adlerklaue war jetzt nicht so doll, die haben wir gut aus dem Leben gebombt. Die hat Gott sei Dank nicht so viel Schaden angerichtet. War auch wichtig, glaube ich, dass die gefokust wurden, weil sonst hätte sie unserer leichten Infanterie ganz schön den Popo aufgerissen. Ja, war eine schöne Runde, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, das Spiel. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen, auch wenn wir jetzt mal einen 40-Minuten-Part von einem Fight gemacht haben. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid beim nächsten Mal. Total War Warhammer 2 mit mir, dem Fearscream. Mal gucken, was ich spielen werde. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.